schön, dass Sie wieder da sind. Die Slammer haben es drauf. So, ich bin aufgeregt, weil ich habe noch nie einen Slam moderiert. Ich habe schon eine Krawatte abgenommen, einfach das hier Slam-Uniform. Eigentlich müsste ich das auch aushaben, aber ich bin verkabelt. Wer bei diesen ganzen Themen Kundenbindung und so weiter gut aufgepasst hat, der weiß jetzt, dass die Energiewende entweder ganz heißer Scheiß wird oder sie wird keine. Und das bedeutet, man muss Energie auch ganz anders erklären. Und da haben wir uns überlegt, lass uns das einfach mal zeigen, wie man Energie eigentlich so erklären kann, dass es dieser HS wird und dass das wirklich unterhaltsam ist. Und wir werden jetzt mal eine Menge davon lernen, wie viel Wahnsinn in unserer Branche eigentlich Platz hätte, wenn wir uns alle nur überwinden würden. Kurz zum Thema, was ein Science Slam ist. Ich weiß nicht, wer hat schon mal an einem Science Slam teilgenommen? Hände hoch. Ah, Profis. Also vielleicht Poetry Slam, haben vielleicht schon mal ein paar mehr auch mal mitgemacht beim Poetry Slam. Da tragen junge Dichterinnen und Dichter sozusagen spontan, mehr oder minder spontan, ihre eigenen Gedichte vor. Beim Science Slam tragen junge Wissenschaftler ihr Forschungsthema vor. Bei uns natürlich drei, die vor allen Dingen sich mit Energiethemen beschäftigen. Aber das ist genauso witzig, wenn nicht witziger, als ein Poetry Slam. Das wird jetzt so ablaufen. Ich werde jetzt gleich erstmal auslosen lassen von jemandem von Ihnen, in welcher Reihenfolge diese drei Slammerinnen und Slammer auftreten und sich ihr Thema vorstellen. Jeder hat 10 Minuten Zeit, anhand von ein paar Charts das zu präsentieren. Ich stelle es gleich vor. Nach diesen 10 Minuten haben Sie alle, weil das ist ein echtes Mitmachformat, Sie alle haben die Möglichkeit, das dann zu bewerten. Im Publikum verteilt haben wir 10 Art Juroren, die haben Abstimmkarten von 1 bis 10. Einmal hochhalten. So, da sind die Karten. Und die werden dann in ihrem Umfeld die Noten von Ihnen einsammeln. Sie müssen denen dann zurufen, dem Nächstsitzenden, welche Note Sie vergeben. Und da geht es einmal drum, habe ich das kapiert? Und zweitens, war das geil? Und die, aus den beiden Aspekten setze ich die Note zusammen. 1 ist übrigens die niedrigste. Es geht nicht um Schulnoten. 1 bedeutet, irgendwie hat er wenigstens seinen Hintern aus dem Hörsaal rausgekriegt. Schon mal ganz gut. Und 10 bedeutet Wahnsinn. So, jetzt machen wir mal kurz die Klatschprobe. Wie würde man für eine 1 klatschen? Ja, ein bisschen mehr. So, stopp. Genau. So, halten. Wie würde man für eine 10 klatschen? Sehr geil. Und jetzt das Schwierigste, wie würden Sie für eine 4,5 klatschen? Ja, genauso wird das sein. So, dann wird das sozusagen ausgewertet, die Punkte einfach zusammengezählt. Das macht Frau Bosowa, weil ich sehe von hier oben nichts. Und dann geht es sozusagen in die Siegerehrung auch schon. Ne? Dann werden wir sehen, wer erster, zweiter, dritter Sieger ist. Jetzt wollen wir mal sehen, wen lassen wir hier auslosen. Das sind die Ersten. So, Sie losen jetzt den Ersten aus. Ziehen Sie mal eine Karte, ja? Karte ziehen. Aber eine. So, Erster. Und so. Sie ziehen jetzt mal bitte den Zweiten. Zweite. Okay, müssen Sie mir wieder geben, sonst kann ich das nicht. Dankeschön. So, jetzt haben wir eine Reihenfolge. Und die erste Slammerin ist Dr. Anastasia August. Sie ist Mathematikerin am Institut für angewandte Materialien des Karlsruhe-Instituts für Technologie. Also etwas, wovon 90% von uns generell nichts verstehen würden. Und sie leitet dort eine Arbeitsgruppe, ich muss das ablesen, weil das ist Materials for Energy Systems. Und ihr Slam-Vortrag hat den Titel Wärme speichern wie ein Bär. Bitteschön. Guten Abend. Ja, ich beschäftige mich beruflich auch mit den Themen der Energiegewinnung und Energiespeicherung. Das sind sehr wichtige Themen, sehr, sehr wichtige Themen. Habe ich recht?
Das sind sehr wichtige Themen. Aber es gibt noch etwas viel wichtiger als diese Fragen. Ja, viel wichtiger als die Fragen der Energiegewinnung und der Fragen der Energienutzung sind natürlich die Antworten. Ja, genau. Aber wir fangen trotzdem mit einer Frage an. Wussten Sie, dass wir schwarze Gegenstände, wir sagen schwarze physikalische Körper, gar nicht sehen können? Wir wissen nämlich nur aus der Erfahrung, dort, wo kein sichtbares Licht herkommt, dort kann, trotzdem etwas sein. Und das bezeichnen wir als schwarz. Ja? Wir können schwarz nicht sehen, weil schwarz keine sichtbare Strahlung in unsere Augen reflektiert. Andere Farben sind so freundlich. Ja? Diese Farbe reflektiert zum Beispiel den roten Anteil des Lichts in meine Augen. Diese Farbe reflektiert den blauen Anteil des Lichts in meine Augen. Weiß reflektiert fast alles. Ja? Fast alles in meine Augen. Und was ist mit Schwarz? Sie können doch nicht etwa sagen, dass Schwarz etwa den schwarzen Anteil in meine Augen reflektiert. Licht hat keinen schwarzen Anteil, ja? Schwarz reflektiert nichts. Schwarz absorbiert alles, verschluckt alles an Licht, was darauf fällt. Und zusammen mit Licht verschluckt es auch die ganze Energie, die im Licht unterwegs ist. Nächste Folie. Vor allem haben Sie bestimmt schon beobachtet, dass im Sonnenlicht sehr viel Energie ist. Ja? Genau, im Sonnenlicht. Ja? Und Sie haben auch bestimmt schon beobachtet, dass sich schwarze Gegenstände im Sonnenlicht stärker erwärmen als helle oder andersfarbige. Ja? Habe ich recht? Ja? Kein Wunder. Sie absorbieren die gesamte Sonnenenergie, die ganze Zeit absorbieren, reflektieren nichts und natürlich akkumulieren Sie diese Wärme und werden immer heißer. Die Frage ist aber, können Sie denn sehr, sehr heiß werden, wenn Sie sehr, sehr lange in der Sonne stehen? Können Sie sehr, sehr, sehr heiß werden, wenn Sie sehr, sehr, sehr lange in der Sonne stehen? Können Sie unendlich heiß werden und so weiter? Die Antwort lautet, nein, ja, das können Sie nicht. Sie erreichen eine bestimmte recht hohe Temperatur, stoffabhängige Temperatur, aber egal wie lange Sie ab diesem Zeitpunkt in der Sonne stehen, Sie werden einfach nicht mehr wärmer, ja? Nicht mehr wesentlich wärmer. Der Grund ist, dass sie dieser sichtbaren Sonneneinstrahlung eine andere Art Strahlung entgegensetzen, nämlich ihre thermische Strahlung. Wir alle strahlen thermisch ab, alle Gegenstände, alle physikalischen Körper. Je höher die Temperatur, desto stärker. Sie kennen diese Strahlung von Ihren heißen Herdplatten zu Hause. Ja, wenn Sie Ihre Hand drüber halten, spüren Sie diese Strahlung. Und ab einer bestimmten Temperatur ist sie so stark, dass es zu einem Energieausgleich kommt. Es wird so viel Energie abgestrahlt, wie dazu kommt. Könnte man also schwarze Gegenstände daran hindern, thermisch abzustrahlen? Könnte man damit tatsächlich sehr viel Energie sammeln und speichern? Und wenn wir schon von Schwarz reden, der Polarbär hat nämlich schwarze Haut. Ist das zu fassen? Das ist vor allem für die Spielzeugindustrie nicht zu fassen. Bei diesem Modell ist es falsch gemacht, aber in der Wirklichkeit, achten Sie auf die Folie, ja? Nicht nur die Schnauze, nicht nur die Tatzen, sondern die Haut am ganzen Körper ist schwarz. Und das hat er da oben am Nordpol nötig. Er muss aus ein bisschen Sonnenlicht muss er seine gesamte Lebenswärme rausholen. Ja? Schwarz absorbiert hervorragend. Er muss die ganze Wärme aus dem Sonnenlicht rausholen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wozu dann das weiße Fell? Ja? Weiß reflektiert doch alles, ist ja voll im Wege. Oder da sage ich, keine Panik. Die weißen Fellhaare des Bären sind so gebaut, dass sie für die Sonneneinstrahlung fast vollständig durchlässig sind. Und wenn Sie mir das nicht glauben, achten Sie auf die Folie. Ja? Ja. Tatsächlich ist jedes Härchen klar und durchsichtig. Ja? Wenn Sie sich jetzt, also genauso wie die Schneekristalle im Schnee, alle durchsichtig sind, ja, sie sind nicht weiß, sie sind durchsichtig. Oder die Wassertröpfchen in den weißen Wolken sind auch durchsichtig. Genau sind das die Haare des Eisbären. Sie fragen sich vielleicht jetzt, gut, wenn die Haare, die Fellhaare so durchsichtig sind, warum sehen wir dann die schwarze Haut nicht? Warum wohl?
weil schwarze Haut keine sichtbare Strahlung reflektiert, ja? Keine sichtbare Strahlung, keine Sicht, natürlich. Aber natürlich will irgendwann die schwarze Haut thermisch abstrahlen. Und da kommen die weißen Fellhaare erst richtig ins Spiel. Ja? Sie sind nämlich auch noch so gebaut, dass sie für diese Art Strahlung nicht durchlässig sind. Sie reflektieren diese thermische Strahlung viel, viel mehr untereinander und in ihrem Inneren hin und her und schicken sie zurück zur schwarzen Haut. Ja? Und der Bär hat es warm und kuschelig. Ja? Ich schwöre, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Oder hat schon irgendjemand einen Polarbären ein paar Runden laufen gesehen, um sich aufzuwärmen? Ja, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Ein bisschen angeln, ja? Ein bisschen schwimmen, ein paar Seehunde ärgern vielleicht, aber sonst das. Ja? Oder das. Ja? Den ganzen Tag nichts tun, faul herumliegen und gut aussehen dabei, ja? Ist ja auch aller Welt Liebling. Ja? Beneidenswert, oder? Eine Spitzenleistung der Evolution. Hm? Was können wir Menschen von diesem ungepflegten Faulenzer lernen? Außer, dass wir unseren physikalischen Körper nackig in die Sonne legen. Wir können zum Beispiel den Bärenmantel großflächig ausbreiten und damit die Sonnenenergie auffangen und speichern. Und natürlich wollen wir dafür kein Tier opfern. Wir machen künstlichen Bärenmantel aus diesen wunderbaren Materialien, die Sie auch aus Ihren Matratzen zu Hause kennen. Ja, das sind so Abstandsgewirke aus Polyesterfaden geflochten. Auf der nächsten Folie können Sie hier auf der rechten Seite die weiße Struktur sehen. Achten Sie auf die Lichtquelle, die sich dahinter befindet. Ja, Sie können sie fast vollständig sehen, weil die weiße Struktur für die solare Strahlung fast vollständig durchlässig ist. Ja. Und hier auf der linken Seite können Sie die schwarze Folie sehen, beziehungsweise ich sollte sagen, Sie können hier die schwarze Folie natürlich nicht sehen. Ja? Sie können hier auf der linken Seite die schwarze Folie nicht sehen, die die Rolle der Haut übernimmt, ja? Schwarze Folie, und dazwischen kommt eine weitere textile Struktur aus Polyester in Schwarz. Ich erkläre später, wozu sie gut ist. Gut, aufeinandergelegt funktioniert das wie beim Eisbären, ist nur nicht so hübsch. Durch die weiße Struktur kann die solare Strahlung komplett durchdringen, wird von der schwarzen Struktur absorbiert und wenn sich die schwarze Struktur anschickt, zu stark thermisch abzustrahlen, isoliert die weiße Struktur diese Strahlung vom Entkommen. Genau. Also der künstliche Eisbärmantel, also, ja. Diese schwarze Struktur wird übrigens sehr, sehr heiß. Ja? Das ist das Gute dran. Es wird sehr viel Sonnenwärme aufgefangen. Die schwarze Struktur erwärmt sich sehr, sehr stark, bis zu 150 Grad in unseren Breiten im Sommer. Was kann man jetzt mit dieser Energie, mit dieser Wärme machen? Ja? Das ist nämlich so heiß, dass Sie Eier da drauf braten können. Ja? Ich meine, diese Struktur ist auch für die flüssige Eissubstanz durchlässig, nicht nur für das Sonnenlicht. Nur, ja, nur, wie man das perfekte Rührei da wieder rausholt. Da sind sich die Experten noch nicht einig. Ja, aber es gibt eine Methode, wie Sie diese Wärme abtransportieren können und dorthin bringen können, wo sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Ja? Und dafür nehmen wir strömende Luft. Nicht umsonst ist diese schwarze Struktur luftdurchlässig. Sie können Luft dadurch pumpen. Und von der strömenden Luft wissen Sie, dass sie eine starke abkühlende Wirkung hat. Ja? Weil sie die Hitze mitreißt, mitnimmt und abtransportiert. Sie pusten auf Ihren heißen Tee. Wenn Sie sich verbrennen, pusten Sie. Ja? Wenn sich Ihr Kind eine Schürfwunde holt, pusten Sie. Ja? Sie pusten und pusten und pusten, bis das Kind sagt, Mama, jetzt reicht's, hol bitte ein Pflaster. Ja? Sie kennen das. Und genau das machen wir in diesem Projekt uns zu nutzen. Wir lassen die Luft durch die schwarze Struktur strömen. Und woher auch immer die Wärme kommt, sie wird von der Luft mitgenommen. Und die Luft kommt am anderen Ende warm raus und mit dieser warmen Luft können Sie zum Beispiel Ihre Kaffeebohnen schon trocknen, wenn Sie ein afrikanischer Bauer sind. Und wenn Sie durch eine Laune des Zufalls kein afrikanischer Bauer sind, sondern zum Beispiel in Europa wohnen und nicht jeden Tag Ihre Kaffeebohnen trocknen müssen, dann können Sie damit Haare föhnen, Wäsche trocknen oder die Wärme in einen Wärmespeichermodul einspeisen, ja, und später entnehmen. Wo könnte man das Ganze ausbreiten? Zum Beispiel auf dem Dach eines Hauses. Dort ist es auch näher zur Sonne. Kleiner Scherz. Also aber tatsächlich
ist das dafür geplant. Hier sehen Sie das auf dem Dach eines Hauses in der Skizze. Und so ein Gebäude steht tatsächlich schon in der Nähe von Stuttgart in Denkendorf. Dort experimentiert man damit. Und die Rolle meiner Forschungsgruppe in diesem Projekt ist, diese Strukturen mit Hilfe von Computersimulationen zu optimieren, im Hinblick auf den Druckverlust, auf den Wärmeübergang. Da ich nicht mehr so viel Zeit übrig habe, möchte ich das ganze Simulationssache in zwei Worte zusammenfassen. Sehr nützlich. Und hätte ich ein bisschen mehr Zeit, würde ich sehr, sehr nützlich sagen. Ja? Aber die habe ich leider nicht. Die habe ich nicht. Deswegen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Ja, so geht das auch. So hätten wir das der Zypris auch erklären können mit dem Netzgeld-Entgelt-Modernisierungsdings. Ja, dann hättet ihr das auch verstanden. So, geile Sache. Jetzt geht's an die Benotung. Suchen Sie sich den nächstsitzenden Jurymitglied. Die suchen Sie. Tauschen Sie die Noten aus. 2 Minuten. Was für eine Note geben Sie? Die Spannung steigt. Zeigen Sie es mit Fingern. Rufen Sie es zu. Hohe Noten, hohe Noten. Ah, überall gehen die Hände hoch. Die ersten Noten stehen fest. Ich guck mal drauf. Wir haben eine 8. Eine 8. Eine 8. Eine 8, eine 9, eine 9, eine 9, noch eine 9, eine 8 und eine 8. Super, jetzt, ich habe das jetzt gesagt, Frau Bossewer muss rechnen. Haben alle hochgehalten, halten Sie nochmal hoch, damit wir nochmal... 32, 40, 48, so. Frau Bossewer, haben Sie einen Taschenrechner? Ah, Frau Dr. Ulf, 84. Stimmt das auch? Stimmt das auch? 84, gut. 84 wird aufgemerkt und geschrieben. Mit 84 Punkten sind Sie dabei, Frau Dr. August. Wunderbar. So, unser nächster Slammer. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber Johannes Kretschmar ist amtierender deutscher Meister im Science Slam. Und zwar hat er diesen Titel gekriegt, weil den Titel seiner Doktorarbeit kein Mensch versteht. Ja, er hat den Titel gekriegt für total, also Diplom-Informatiker sind Sie, Doktorand am Lehrstuhl für Softwaretechnik an der Universität Jena. Sie ahnen, was kommt, Softwaretechnik. In seiner Doktorarbeit widmet er sich adaptiven Reichweitenmodellen für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Also die Frage der Reichweite von E-Mobilität ist kurz vor der Klärung, denn sein Vortrag trägt den Titel Frankensteins Elektroauto. Bitte schön, Herr Kretschmar. Dankeschön. Dankeschön. Geht das? Ja. Ja, danke für die Einführung. Wie gesagt, ich bin Informatiker, wer sich darunter nichts vorstellen kann, so oder so ähnlich sieht das aus. Mit der Besonderheit, ich werde für meine eigentliche Forschungsarbeit nicht bezahlt. Das heißt, ich bin von sogenannten Drittmitteln abhängig. Das heißt, ab und zu kommt mein Chef rein und sagt, wie vor einigen Jahren, wir machen jetzt was mit Elektromobilität. Konkret ging es darum, diese kommunalen Nutzfahrzeuge, die ja überall herumfahren, zu elektrifizieren, weil das ist schöner, sauberer, leiser und vor allem wird es gefördert, das heißt, da gibt es Geld, das machen wir jetzt auch. Mit dem großen Problem natürlich, es geht um Autos mit Batterien, das sind Dinge, von denen Informatik jetzt standardmäßig jetzt nicht so viel Ahnung hat. Das heißt, ich hätte meinen Vortrag auch nennen können, wie greife ich Fördergelder ab, ohne Ahnung von Dingen zu haben.
Und damit ist jetzt auch für jeden was dabei. Genau. Man kann sich natürlich dann trotzdem darüber anlesen. Ja, konkret ging es darum, diese Fahrzeuge werden nicht so gern im kommerziellen eingesetzt, weil man nicht weiß, wie viel können die leisten. Und vor allem gibt es noch keine Infrastruktur so richtig in Deutschland. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn man irgendwo liegen bleibt, dass es da keine Möglichkeit zum Aufladen gibt. Reichweite kann man sich auch als Informatiker Gedanken drüber machen. Wenn man sich heutzutage zum Beispiel ein Auto kauft, da gibt es ja immer so eine kleine Anzeige, die zeigt eigentlich an, wie weit dieses Auto noch fährt, wie macht das Auto das, das berechnet hat über eine gewisse letzte Strecke den Verbrauch und projiziert dann mit dem gewussten Tankinhalt nach vorne, wie weit es noch kommt. Das funktioniert ganz okay. Im Nutzfahrzeugbereich geht das nicht mehr so ganz so einfach, weil sich der Nutzen des Fahrzeugs logischerweise ändert und damit auch sehr erheblich der Verbrauch. Das heißt, man muss das alles, was auf dieses Fahrzeug zukommt, irgendwie ansammeln und verarbeiten. Und da bin ich auch schon als Informatiker gut dabei. Das heißt, Daten sammeln, das können wir ja auch. Konkret geht es zum Beispiel darum, wenn die einen Routenplaner benutzen, ja, so sieht das für den Normalverbraucher aus, aus Sicht der Informatik hat das zwar spitze Klammern mehr, aber da stehen tolle Informationen drin, wie Längen und Geschwindigkeiten und es gibt Höhendaten, das heißt, ich weiß auch, welche Steigung dieses Fahrzeug überwinden muss. Und da dachte ich mir selber, naja gut, mache ich eine gute alte Literaturrecherche und schaue mal nach, wie muss ich das alles zusammensetzen. Und da gibt es tatsächlich Wikipedia-Artikel, da steht das alles drin. Das heißt, auf so einem Fahrzeug wirken im Kern eigentlich nur 4 Kräfte. Die Formeln standen auch drunter, das heißt, da einfach das Datenblatt eintragen, integral drüber und dann hat man die Arbeit, die das Fahrzeug verrichten muss. Und jetzt einfach aus meiner traurigen Kindheit in meinem Schiffsmodellbau dachte ich mir, wie sieht so ein Elektroauto aus? Das heißt, auf der einen Seite gibt es einen Motor, der verrichtet irgendwelche Arbeit und ich muss jetzt eigentlich nur schauen, wie verhält sich die Batterie dazu. Ja, das war so die Vorstellung, so sieht ein Elektrofahrzeug aus, bis ich dann mit jemandem von Multicar geredet habe und die haben gesagt, nee, nicht ganz, so sieht ein Elektroauto aus. Ungleich komplizierter, wie man sieht, vor allem gibt es hier komische Dinge. Es gibt zum einen, es ist kein reines Elektrofahrzeug, sondern ein Hybridfahrzeug, weil es hier noch so einen Verbrennungsmotor gibt. Es gibt so ein komisches Getriebe, von dem ich ja auch keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Es gibt diesen, wie gesagt, Energiespeicher, von dem ich keine Ahnung habe. Es gibt dann natürlich Sekundärverbraucher wie Klimaanlage und so ein Zeug, da auch keine Ahnung. Es gibt diesen 400 Volt Zwischenstromkreis mit irgendwelchen Frequenzumwandlern, ja, also hohe Physik, überhaupt keine Ahnung davon. Das heißt, auf diese Weise komme ich nicht einfach weiter, ja. Was macht man in dem Fall? Man geht wieder einen Schritt zurück zur Literaturrecherche und schaut sich an, wie haben das andere gemacht. Ja, ich bin ja nicht der Erste, der so ein Auto baut. Das heißt, die Frage, wie haben das andere gemacht? Und da gibt es tolle Sachen, ja. Tolle Modellierungsumgebungen und Bibliotheken und Modellierungswerkzeuge, womit ich so ein Auto bis ins Kleinste nachbauen kann und simulieren kann und halt schauen kann, wie sich so ein Auto verhält im Verkehr. Das Problem ist halt, das weiß jeder, der schon mal Forschungsanträge gestellt hat, wenn sowas nicht im Antrag steht, dann darf man es auch nicht benutzen oder später kaufen. Das heißt, das ist schon ein Problem. Und zum anderen gibt es natürlich das hier noch, diese Batterien. Auf lange Sicht, also für Langzeitnutzung, gibt es einfach sehr schlechte Batteriemodelle. Das heißt, da wird auch Simulation schwierig. Und zum Letzten gibt es noch das, den Anbauteilemarkt in dem Bereich. Und der ist nicht standardisiert. Das heißt, jeder kann sich irgendwas zusammenschweißen und an sein Auto hängen. Und ich weiß jetzt überhaupt noch gar nicht, was eigentlich am Ende da genau passiert. Und wenn jetzt jemand denkt, naja, was soll man schon groß an so ein Auto dran bauen können? In Russland baut man ausgediente Düsentriebwerke vor LKWs, um damit auf Flughäfen Schnee wegzubrennen, muss man sagen. Ja, also energetisch höchst interessant, für mich eher schwierig. Was macht man in dem Fall? Natürlich, wie gewusst, kennen das, Schritt zurück, Literaturrecherche und man sieht, wir sind jetzt nicht mehr auf Google, sondern auf Google Scholar, das heißt, jetzt beginnt die Wissenschaft. Sehr gut. Genau. Ich bin da auf einen Ansatz gestoßen, der ist gerade in der Informatik wieder sehr en vogue. Der basiert auf einer Entdeckung aus dem vorletzten Jahrhundert, als sich quasi Mediziner und Biologen eine neue Art von Zellen entdeckt haben, sogenannten Nervenzellen oder Neuronen, so oder so ähnlich sehen die aus. Und die haben eine tolle Eigenschaft, die man damals noch nicht kannte. Wenn nämlich gewisse Botenstoffe an diesem Zellkörper andocken, dann werden über Ionenpumpen Natrium- und Kaliumionen ausgetauscht und so kann die Zelle lokal ihr elektrisches Potenzial ändern, ja. Total super biochemische Prozesse, sind hier völlig uninteressant. Alles, was man mitnehmen müsste oder sollte, ist, wenn diese Zelle eine gewisse Schwellspannung überschreitet, dann depolarisiert die Zelle vollständig und es kommt auf der anderen Seite zur Ausschüttung von Neurotransmittern und damit wird die quasi die nächste Zelle aktivieren können. Ja, und so kann eine Information von Zelle zu Zelle durch den Körper wandern und das hat man vorher noch nicht gewusst, das war irgendwie neu. Und aus meiner Sicht ist das so ein Bruch in der Wissenschaftsgeschichte oder so ein Riesensprung in der Wissenschaftsgeschichte, weil man seit der Antike Vorstellungen hatte, was wäre toll, wenn Wissenschaft das könnte. Ja, also zum Beispiel ewiges Leben oder Gold aus Blei zu gewinnen. Und einer dieser Träume war immer, wenn der Mensch es schaffen würde, selbst Leben zu erschaffen, dann würde uns das quasi auf eine Stufe mit Gott heben. Und wenn man das anschaut, rein körperlich,
körperlich hat man das schon sehr viel geschafft. Ja? Man hat sich schon früh Gedanken gemacht, wie so eine Ente, könnte ich so eine Ente irgendwie nachbauen als Maschine. Als Mensch ist das sogar schon gelungen. Ja? Der gesamte Verdauungstrakt des Menschen als Maschine nachgebaut. Hier unten kommt es raus, soll sehr stark riechen. Das heißt, es scheint irgendwo zu funktionieren. Und alles, was Robotik und Kybernetik in den letzten Jahrzehnten ja gemacht hat, ja, es gibt Maschinen, die arbeiten sehr viel genauer, präziser und schneller als der Mensch, was ja auch irgendwie gerade wieder zum Problem wird. Das heißt, rein körperlich ist man da sehr weit an die Fähigkeiten des Menschen herangekommen. Nur dieses Ding Intelligenzleistung, ja, da ist immer so eine Frage, wie funktioniert das eigentlich und kann man das irgendwie maschinell nachbauen? Und die Idee ist jetzt, wenn ich die kleinste funktionale Einheit von so einem Gehirn- oder Nervensystem verstanden habe, kann ich das nicht einfach nachbauen und damit im Endeffekt auf die Gesamtleistung kommen. Ja, das sind McCullough und Pitts, die haben sich da frühzeitig Gedanken drüber gemacht. Und die Popkultur hat natürlich weit vorgelegt. Ja, man hat sich schon sehr früh Gedanken gemacht, oh, so ein künstliches Wesen, was hätte das für Auswirkungen auf uns? Das meiste ist dann natürlich nicht so schöne Auswirkungen, aber man kann es halt trotzdem machen. Ja, so ein Bodyguard für einen Sohn kann man einfach bauen. Und dann hat man es einfach gemacht. Das heißt, hier oben diese biologische Zelle, unten das mathematische Modell davon, sieht ganz ähnlich aus. Hier geht irgendwas rein, wird aufsummiert und wenn das einen gewissen Schwellwert überschreitet, gibt es halt eine Aktivierung oder eben nicht. Ja, selbe Funktion. Kann man sich jetzt anschauen, wie hat das funktioniert. Im Ruhezustand liegt die biologische Zelle wie die künstliche Zelle einfach rum. Das heißt, das geht. Und wenn es zu einer Aktivierung kommt, wie gesagt, oben Depolarisation, Ausschüttung von Neurotransmittern und in der Informatik sieht das ganz ähnlich aus, nämlich so, bam, funktioniert. Das heißt, wir haben eine Zelle, die irgendwann aktiviert wird. Und die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt damit? Und das Tolle ist, von dieser Zelle, von der kann ich was erwarten, was ich auch von der biologischen Zelle erwarten kann. Ich kann die nämlich antrainieren. Ich kann quasi die Funktion bestimmen, die die Zelle am Ende haben soll. Mit so einem Lernalgorithmus, den ich anschließe, der quasi kontrolliert, wer da eine Eingänge anlegt und schaut, was kommt hinten raus und dann die Möglichkeit hat, Gewichte in der Zelle zu ändern. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Funktion habe, so ein einfaches logisches Oder, dann kann ich da den Eingaberaum für die beiden Eingaben aufmalen und schauen, am Anfang liegt die Eingabe halt irgendwo und die Zelle macht überhaupt nicht das, was sie soll, weil es halt nur für den einen Fall korrekt ist. Und dann macht der Lernalgorithmus Folgendes, er setzt jetzt, passt die Gewichte schrittweise immer wieder an, bis ich irgendwann zu einem Zustand komme, wo eben die Zelle genau das macht, was ich von ihr verlange. Ja, ist schöne Mathematik. Ich finde so ein Oder auch schön, weil in jedem Oder steckt so ein kleines bisschen Shakespeare. Kulturwissenschaftler sind immer nicht davon so überzeugt. Deshalb habe ich das einfach nochmal mit anderen Dimensionen aufgemalt. Genau dieselbe Funktion. Ja, man sieht Form und Farbe und wenn ich das halt in so einen Eingaberaum abmalen kann und hier die Gerade reinlegt, sieht man, ich kann die Bananen mit einer Gerade von den Nicht-Bananen unterscheiden. Das heißt, ich kann eine Zelle darauf trainieren, Bananen zu erkennen. Warum sollte man das tun? Das ist die zentrale kognitive Eigenschaft eines Minions. Und so einfach haben sie künstliches Leben geschaffen. Natürlich fragen Sie jetzt, was hat das alles mit Elektromobilität zu tun? Hoffe ich zumindest. Und da ist die Idee natürlich, der Mensch besteht ja nicht nur aus einer, hat nicht nur eine Gehirnzelle, zumindest die meisten von uns nicht. Und die Frage ist jetzt, was passiert? Was passiert, wenn ich viele von den Zellen zusammenschließe? Und dann passiert mathematisch etwas Wunderschönes. Ich kann nämlich nicht einfach nur Geraden anlernen, sondern ich kann hochpolynomiale Funktionen anlernen. Ja? Ich habe hochkomplexe Datenmuster und kann quasi mir durch das Netz bestimmen lassen, welche Abhängigkeiten die Daten voneinander haben. Und das ist quasi das, was wir auch gemacht haben aus der Not heraus. Wir lassen diese Autos herumfahren, schauen, was haben die geladen, was machen die gerade, wie viel verbrauchen die gerade, stopfen diese Verbrauchsdaten alle in so ein Netz und dieses Netz gibt uns am Ende den Zusammenhang von Leistung, die das Fahrzeug verbringt und den Verbrauch, den das Fahrzeug gerade hat. Das heißt, wir haben alles, dieses komplizierte Ding ersetzt durch ein Blackbox-Model, von dem ich auch nicht weiß, wie es funktioniert, aber es funktioniert und auch wenn jetzt gewisse technische Maschinenbaustudenten immer nicht davon so überzeugt sind, weil wir den ganzen Modellierungsspaß weggenommen haben, es funktioniert halt und deshalb müssen die auch damit leben. Und vielleicht so als Take-Away-Message für Sie, wenn Sie vor Problemen stehen, für die Sie zu faul sind, sich damit zu beschäftigen, benutzen Sie auch einfach mal künstlich-neuronale Netze, die sind die Zukunft. Vielen Dank. Ja. Sehr gut. Ah, wenn Sie ein Problem haben, bauen Sie einfach ein neuronales Netz. Ja, so einfach ist das. Take that, wunderbar. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber Sie müssen das beurteilen. Sie haben aufmerksam zugehört. Es geht in die Benotung. 2 Minuten von jetzt.
Die neuronalen Netze rauschen bei allen. Ich höre das bis hier. Wahnsinn. Bewerten Sie auch, ob Sie irgendwas kapiert haben mit. Das ist auch nicht unwichtig. Jost macht. Ist das ein neuronales Netz, Jost? Ist das so? Manche programmieren die Noten auf ihrem Laptop und sind heiß gemacht dadurch. Die ersten Zahlen tauchen auf. Die erste. Jost, du hast überhaupt keine Stimme. Versuch's trotzdem. Ich nehme das als Minderheitenvotum zur Kenntnis. So, 10 kriegt man hier in diesem Verband sowieso nicht, ich kenne das. Wir haben eine 9, eine 9, eine umgedrehte 6, also eine 9, die dritte 9, vierte 9, fünfte 9, eine 8, noch eine 8, noch eine 8, eine 9 und der Henning Jess ist geizig, der gibt eine 7. Der hat nicht richtig hingehört. So, aber Ratter, Ratter, Ratter. Ich bin überfordert. Ich bin ja kein neuronales Netz. Können wir schnell das programmieren? 79? Nee, das kann nicht sein. Nochmal Zahlen hoch. Hey, nochmal. Also, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7. Dr. Offe, Sie waren noch ebenso schön. 85, sagt Frau Dr. Offe, und die hat einen Doktortitel in was? Biologie, aber wir glauben ihr das jetzt trotzdem. Also, ich schreibe erstmal 85 auf. So, für den deutschen Meister. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Ich sage das, weil ich kenne den Vortrag nämlich. Und zwar Daniel Mesa ist unser dritter Slammer. Daniel Mesa ist Physiker und Doktorand am Helmholtz-Zentrum. Das ist die Elite der Wissenschaft, oder? Elite der Wissenschaft. Oder komplizierter geht's gar nicht, ne? Helmholtz-Zentrum. In seiner Doktorarbeit untersucht er, wie man Solarzellen effizienter machen kann. Thema für uns alle. Und sein Vortrag hat den Titel Das Elektronenautomat. Das ist gewollt, aber warum, erzählen Sie, glaube ich, selber, oder? Applaus für Herrn Mesa. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Also ja, guten Morgen, ich bin der Daniel Mesa Redondo, ich promoviere hier am KZW Berlin und ja, ich komme aus Mexiko, so ich bin Mexikaner, ich habe sogar hier meinen offiziellen mexikanischen Ausweis dabei. Und ja, ich bin Mexikaner, das bedeutet hauptsächlich, dass ich die Artikel, der die das auf Deutsch falsch benutze, ne? Und es tut mir leid, aber im Prinzip ihr Deutsche seid daran schuld, ne? Warum? Weil ihr keine Regeln für die Artikel habt. Ich meine, was soll das? Ihr habt Regeln für alles, nicht nur für die Artikel. Ich habe sogar einmal eine Toilette in Ordnung gefunden, aber für die Artikel habt ihr keine Regeln auf Deutsch. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Die deutsche Sprache hat auch eine schöne Seite, die mir sehr gut gefällt. Und das sind die Compositor-Wörter. Die finde ich richtig cool, weil man so viel mit einem Wort zeigen kann. Zum Beispiel in dem Institut, wo ich promoviere, wir haben so eine Anlage mit einer Kathode, die man zerstäuben kann. Und dann, das ist die Kathodenzerstäubungsanlage. Richtig cool. Und mir wurde gesagt, du musst lernen, wie man diese Maschine benutzt. Und so, dann bin ich zu den Kathodenzerstäubungsanlagebeauftragten gegangen. Und er hat ja gesagt, und das bedeutet, dass ich offiziell der Kathodenzerstäubungsanlagebeauftragter Lehrling will. Und das finde ich richtig cool, weil ich weiß nicht, was ihr für einen Job habt, aber für einen Mexikaner, das klingt richtig cool. Ich wollte mich sogar so ein Namensschild machen lassen, aber ich glaube, es wäre zu lang gewesen und vielleicht so mein Chef hätte gedacht, ich bin ein bisschen bescheuert. Aber gut, ich bin heute hier, weil ich ein bisschen so über Solarzellen erzählen wollte, Photovoltaik und welche Forschungsgebiete es in der Photovoltaik gibt und wie die Effizienz von einer Solarzelle gemessen wird und so. Und dafür habe ich für euch eine kleine Geschichte vorbereitet. Und zwar, eines Tages in Mexiko, meine Mama war kalt. Los, meine Mama und ihr war kalt. Und nach dem vierten Hauptsatz der Thermodynamik, der lautet: Wenn eine Mama kalt ist, muss die ganze Familie eine Jacke tragen. Applaus
Nach dem Hauptsatz, es folgt ganz logisch, mir ist kalt, Daniel braucht eine Jacke. Ne? Also, was machen wir? Lass mal Daniel alle diese Münzen schicken, damit er sich eine Jacke kauft. Ne? Und mein Vater meinte, ach Veronika, lass mal lieber eine Überweisung machen, ne? Das wäre so schneller und praktischer. Und meine Mama meinte, nö, 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 Überweisung nicht. Dein Sohn freut sich auf ein Paket von uns, weil er uns vermisst. Ne? Mein Vater meinte, okay, ja, lass mal dieses Paket schicken. Und dann haben sie diese Münzen in eine Kiste reingesteckt. Vorher wollten sie sich ein bisschen so wie Dagobert Duck füllen. Und dann haben sie die ganzen Münzen so in kleinen Säulen aufgestellt. Und die Münzen sahen so aus. Ne? Da hatte man so die 1-Person-Münzen und die 2 und die 5 und die 7 und die 9. Ne? Und danach haben sie so die Münzen in die Kiste reingesteckt und sie mir geschickt. Und ja, ab jetzt sage ich Coins statt Münzen, weil ich diese Ö nicht richtig aussprechen kann. Ne? Und das ist mein Bruder. Und ja, sein Spitzname ist Coin, deswegen ist er. Aber gut. Sie haben diese Coins in die Kiste reingesteckt und sie mir geschickt und ich kriege die Kiste hier in Berlin und ich mache die Kiste auf und tada, mexikanische Pesos, ne? 1000 mexikanische Pesos. Was mache ich jetzt damit? Ja, keine Ahnung, man kann sie hier in Berlin nicht wirklich benutzen, ne? Und außerdem brauche ich keine Jacke, weil es mir nicht kalt ist, aber gut. Zum Glück gibt es doch einen Platz, wo man diese Pesos benutzen kann und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist hier in Berlin die S-Bahnhof Mexiko-Platz, ne? Und in Bahnhof Mexiko-Platz gibt es einen Schokoladenautomaten, wo man mit Pesos zahlen kann. Ne? Und es ist ein komisches Automat, aber es ist relativ einfach zu benutzen, weil eine Anleitung ist dabei, so schön auf Deutsch geschrieben, mit Ausrufezeichen, so überall. Und die Regeln sind drei und sind ganz einfach. Ne? Dieses Automat gibt kein Wechselgeld, eine Schokolade pro Coin und 1 und 2 Pesos-Coins werden geschluckt. Ne? Und dann kann man relativ einfach sehen, wo man Geld verliert. Ne? Zum Beispiel, wenn man eine 1 oder 2 Pesos-Coins benutzt, die gehen einfach direkt in die Kasse rein und wir kriegen keine Schokolade und das ist dann Geldverlust. Ne? Ansonsten, der Verkäufer hat einen Trick. Und zwar, alle Schokoladen unter der Verpackung sind die gleiche Schokolade. Ne? Und zwar die 5-Peso-Schokolade. Das bedeutet, wenn man eine 5 oder eine 7 oder 9 Peso Coin benutzt, verliert man ein bisschen Geld, weil man kriegt eine Schokolade, die nur 5 Peso wert ist. Ne? Gut, und ansonsten gibt es noch 2 technische Schwierigkeiten. Es gibt Münzen, die nicht so schön rund sind, sondern ein bisschen verbogen. Und die kann man nicht in die Maschine reinstecken. Und die gehen einfach so raus und runter und wir verlieren sie. Und es gibt, manchmal passiert es auch, dass man einen Coin reinsteckt und die Coin geht rein und die Feder dreht sich, aber die Schokolade fällt nicht runter. Ne? Die bleibt so da hängen. Ne? Oder so manchmal an der Ecke. Ne? Und das ist ganz ärgerlich, wie ihr das sehen kann. Ne? Das passiert manchmal, ist ganz ärgerlich. Und ja, und gut. Und im Prinzip die Frage dann ist, wie viele Schokoladen konnte ich kaufen? Ne? Und ich konnte so 20 Schokoladen kaufen. Die sind aber alle so nur 5 Peso wert. Das bedeutet so 20 mal 5. Ich konnte 100 Pesos benutzen. Und das bedeutet, dass ich 10% meines Geldes benutzen konnte. Ne? So, Genitiv. Danke. Danke, danke. Gut, aber 90% von meines, also 90% meines Geldes habe ich verloren und im Prinzip das ist gar nicht gut, aber ich kann nichts anderes tun, weil ich meine mexikanischen Pesos nur bei diesem Automat benutzen kann. Ne? Und im Prinzip das ist, und jetzt fragt ihr, ja, was hat denn alles mit Solarzellen zu tun? Ne? Gut, jetzt kommen wir dann zum Punkt. Da haben wir die Sonne, ne? Und die Sonne scheint auf die Erde, zum Beispiel da ist eine Wiese, und die Sonne scheint auf die Erde und wirft auf die Erde Energie. Ne? Viel Energie. Wie viel Energie? Mehr als genug. Ne? Und diese Energie kommt in kleinen Päckchen, die wir so Photonen nennen. Ne? Und die Photonen, so wie die Münzen, haben unterschiedliche Energien. Wir haben so die rote Photonen, die wir Energie haben, und dann so die gelben und die grünen. Und die blaue Photonen, die richtig viel Energie haben. Ne? Und was kann man mit diesen Photonen machen? Naja, man könnte sich zum Beispiel hinlegen und bräunen. Ne? Das wollen wir aber nicht machen. Was wir machen möchten, ist diese Photonen fangen und sie in Elektrizität umwandeln, ne? Oder in Elektronen. Man würde sozusagen, man möchte mit diesen Photonen Elektronen kaufen und dafür kann man so eine Solarzelle benutzen oder sozusagen einen Elektronenautomat. Ne? Danke, danke. Gut, und dann die Frage ist, wie viele Elektronen kann man mit zum Beispiel 1000 Photonen kaufen? Ne? Und dann können wir die Verluste analysieren. Es gibt Photonen, die weniger Energie haben und die gehen nur durch die Solarzelle durch und die können keine Elektronen kaufen und wir verlieren sie. Und diesen Prozess nennen wir Transmission. Ansonsten gibt es andere Photonen, die an der Fläche der Solarzelle zurückstoßen. Sie gehen nicht rein und wir verlieren sie. Und diesen Prozess nennen wir Reflexion und wir verlieren sie auch. Ansonsten gibt es Photonen, die in die Solarzelle reingehen und Elektronen kaufen. Aber als diese Elektronen auf dem Weg nach draußen sind, so zu den Kontakten, sie bleiben irgendwo hängen und wir verlieren sie auch. Und diesen Prozess nennen wir Rekombination. Gut, und hier müsste man auch sagen, dass, ganz kurz, dass egal was für eine Energie die Photonen hatten,
die kaufen immer die gleiche ganz normale Elektronen. Ne? Also auch hochenergetische Photonen kaufen die ganz normale Elektronen. Das ist ein bisschen so wie der Verkäufertrick. Gut, und ein kleiner Teil, Anteil von den Photonen, so zwischen 10% und 25%, kaufen Elektronen, die wir am Ende doch tatsächlich benutzen können. Und das ist sozusagen die Effizienz von einer Solarzelle. Gut, und das ist fast alles, was ich sagen wollte. Aber ich wollte ein bisschen mehr über Reflexion und Rekombination erzählen, weil das zwei Forschungsgebiete sind, die wichtig für meine Promotion sind. Ne? Gut, Reflexion hier. Es geht darum, so viele Photonen in die Solarzelle reinzustecken wie möglich. Ne? Und das kann man schaffen, zum Beispiel, indem man die Fläche der Solarzelle rau statt glatt macht oder mit verschiedenen Materialien, mit denen man eine Antireflexionsschicht bilden kann, ne? So wie die von den Brillen. Und diese Antireflexionsschicht ist sehr, sehr wichtig, weil ohne Antireflexionsschicht kann diese Frau hier nicht glücklich sein. Ne? Das ist dann sehr wichtig. Gut, und dann die Rekombination. Es gibt verschiedene Rekombinationsarten. Manchmal bleiben, also man könnte sagen, dass manchmal die Elektronen bleiben so in der Mitte von der Solarzelle oder manchmal so an der Ecke fast, wenn sie schon draußen sind. Ne? Und diese Rekombinationsarten nennen wir Surface Recombination und das ist ein Thema, was ich untersuche. Ne? Also ich würde sagen, dass das ist eine Sache, die ich mit meinen Solarzellen vermeiden möchte. Gut, und das ist im Prinzip fast alles, was ich euch sagen wollte. Also im Prinzip, was ich machen möchte, ist so ein Schokoladenautomat, wo hier die Coin-Öffnung nicht so klein ist, sondern ein bisschen größer, damit man so viele Coins reinstecken kann. Ne, also nicht klein, sondern groß. Und auch, dass hier ganz unten diese Fläche nicht gerade ist, sondern ein bisschen gekippt, damit die Schokoladen zack, 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 runter und raus. Ne? Und im Prinzip, das ist, was ich mit meinen Solarzellen machen möchte. Aber es gibt auch andere Wissenschaftler, die andere gute Ideen haben. Wie zum Beispiel, einen Automat auf einem anderen Automat draufzustellen, damit die unbenutzten Coins von dem ersten Automat in den zweiten Automat runterfallen und so können sie mehr Schokoladen für die Münzen kriegen. Ne? Und dieses Konzept nennen wir Tandem-Solarzellen. Aber im Prinzip, ich mache das nicht mit meinen Solarzellen, das mache ich mit anderen Leuten. Aber gut, im Prinzip, das ist alles, was ich euch heute über Solarzellen erzählen wollte. Aber nur, weil ich mich freue, hier zu sein und weil ich Berlin liebe, habe ich für euch eine kleine Zusammenfassung vorbereitet vom ganzen Thema. Hier ist das ganze Thema wieder für euch nur in 10 Wörter. Und es geht so. Maximal mögliche Solarzelleneffizienz erreicht man in dem von der Sonne emittierten und in der Solarzelle absorbierten Photonen sich vollständigerweise in nicht rekombinierte durch jegliche Methode Elektronen umwandeln. Und das war's. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Wahnsinn! Danke. Danke schön. Ich fahre dahin, ich gucke mir das an, ich will diesen Automaten sehen und Schokoladen kaufen, mit was auch immer. So, großartig, wir haben was gelernt über Solarzellen, was ich auch noch nicht wusste. Jetzt wird abgestimmt. Geben Sie Ihre Noten. Ab jetzt. Just, du kannst das wieder aufschreiben auf deinem Computer. Jetzt wird spannend. Mexiko spielt ja nicht mehr so gut Fußball, da muss Mexiko wenigstens Wissenschaft erklären können, oder? Mit Fußball ist nichts mehr, also. Ja. Aber in der Wissenschaftserklärung ganz weit vorne, ganz weit vorne. So, es geht gegen den deutschen Meister. Die erste Zahl ist oben, eine 9. Dann haben wir da eine 8 und eine 8. Noch eine 8. Eine 9. Eine 9. Eine 9. Eine 10. Die erste 10. Weil dieser Verband lernt dazu, ist nicht zu fassen. Und noch eine 8. Also, eine 9, 9, 9, 8, 8, 10, 9, 8, 8, 9 für den Automaten. Es wird eng, es wird eng. So, wer hat mitgezählt? Wer hat ausgerechnet? 87. Guck mal, ganz arschknapp. Ganz arschknapp. So. Großartige Geschichte. Mexiko, Mexiko, ra, ra, ra. So.
damit sind wir bei der Siegerehrung. Alle drei bitte nach oben. Und kräftig Applaus nochmal. Ja, danke schön. Das ist... Das ist Wissenschaftskommunikation, das ist Energiekommunikation. So machen wir das beim BDEW jetzt immer. Scheiß auf die Broschüren, das geht jetzt nur noch so. Gut. Und als der Sieger überreiche ich Ihnen natürlich ein kleines Präsent, als hätten wir das geahnt. Was ist es? Eine Little Sun Solarlampe. Dimba, mehrere Tage Licht. Durch optimierte Oberfläche. Und wissen Sie was? War alles so knapp. Auch Ihnen darf ich eine solche Solarlampe überreichen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Super, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen. Und im Schein der Solarlampe können Sie dann Ihre Doktorarbeiten weiterführen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke. Gut, wunderbar. Herzlichen Dank. Genau, ein Gruppenfoto noch. Vielen Dank. So. Danke. Johannes. Dankeschön. Ich will Sie jetzt nicht durch weitschweifige organisatorische Hinweise vom Bier und vom Essen abhalten. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, morgen früh geht es sofort mit Themensessions wieder los. Die finden Sie in Ihrem Programm. Ich habe eben gesehen, alle waren gut besucht. Das müssen wir morgen natürlich so fortsetzen, ist klar. Alle morgen früh wieder hier sein. Wir haben morgen eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten, da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Die erste Besonderheit ist, Sie werden angesprochen werden in den Pausen von jungen Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen Fragen stellen und die Antworten von Ihnen wollen, je nachdem. Und die drehen sich um ein Thema, das riecht wahrscheinlich genauso wenig gut wie die Produkte aus dieser Verdauungssimulation, nämlich zum Thema Gülle. Warum? Weil wir haben morgen eine Themensession, morgen Nachmittag, da geht es um die Antinitrat- und Antigülle-Kampagne des BDEW und dort tritt ein Impro-Theater auf. Um dieses Thema mal so richtig aufzumischen, denn die Petition, die der BDEW zusammen mit Umweltverbänden gestartet hat, läuft schon richtig gut an, aber man kann immer noch mehr dazu tun. Deswegen will ich Sie auf diese Themensession nochmal gesondert hinweisen am morgigen Nachmittag. Und jetzt treffen wir uns draußen auf dem Hof, später gehen wir vielleicht in die Halle 6, haben einen schönen Abend und morgen früh in alter Frische wieder hier. Dankeschön.